Und damit willkommen zurück zu Alan Wake. Nee, falsches Spiel, aber gutes Spiel. Wir sind bei Allein im Dunkeln und wir haben ja hier in dieser traumhaften Landschaft hier geendet. Muss ich mal ganz kurz schauen, was eigentlich unsere aktuellen Ziele sind. So sehr sich Emily danach sehnte, die Geborgenheit von Jeremys Traumen sich aufzusaugen und sich neben Juan unter den Bodibaum zu setzen, wusste sie doch, dass sie nicht bleiben konnte. Sie musste in die Bibliothek gehen und Informationen über Jeremy und sein erstes Treffen mit dem Schattenmann finden. Gut, ab in die Bibliothek. Wie komme ich da hin? Funktioniert die Tür? Tatsache. Ist das die Bibliothek? Ich glaube, hier war schon länger keiner mehr. Ja. Gut, wir sind durchgeladen. Ich war mein Leben noch nie in einer richtig großen Bibliothek. So grundsätzlich schon mal, aber so einer richtig großen noch nie. So. Wow. Okay. Das ist ein Screenshot wert. Das sieht geil aus. Kann mich nicht mehr bewegen. Doch jetzt. Ja, also. Geil gestaltet. Da ist schon wieder so eine Figur. Moin. Ah, an was erinnert mich das jetzt gerade hier? Shit. Wie das eine Zombie spielt nochmal geheißen. The Last of Us, ja, genau. Ganz ähnliches Setting. Schaut euch mal das da oben an. Ich wette mal, da müssen wir rein. Na, was haben wir denn hier? Es fehlt noch etwas. Aha. Irgendwas Kreuziges. Noch so ein Typ. Warum habe ich das dumpfe Gefühl, dass dann die irgendwie lebendig werden und mir was antun wollen? Was haben wir denn hier? Die große Bibliothek. Die große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte, eines zwanghaften Lügners verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Aha. Hat es dieser mysteriöse Mann da geschrieben? Noch so ein Typ. Aber ich... Ah, Blut. Immer gutes Omen. Noch mehr. Das ist auch so ein Ding, aber das ist überwachsen. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, sowas zu basteln. Generell, ich bin halt jeden, der so eine Kreativität hat, sowas zu machen. Also sei es ein Bild oder halt
solche Szenerien. Okay, da hätten wir mal das da. Gut. Was? Wir müssen das Spiel ein bisschen leiser machen. Okay. Warum ist es so extrem laut? Okay, wir wissen, dass der Schattenmann da jetzt kommt. Warte mal, bevor wir das hier machen. Da fehlt etwas. Warte mal, ich möchte mal ganz kurz was umsehen, bevor ich diesen nehme. Weil ich meinte, hier kann man durch. Ha. Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Das war's. Gut, ja dann. Ich vermute mal, wir nehmen das Ding und hauen nach hinten her ab. Aber ich frage mich, ob er uns überhaupt was tun kann. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Was muss ich jetzt tun? Okay, das kostet Gesundheit. Hä? Wo? Schnell nach oben. Was muss ich denn tun? Scheiße, Sackgasse. Weg hier. Was willst du, dass ich tue? Und jetzt? Vor allem, wo ist das eine Teil hin? Das ist da oben. Wie komme ich denn da hin? Oder muss ich einfach wieder flüchten? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja toll, hier geht's nicht mehr raus. Spiel, was willst du von mir? Eindeutig falsch, was ich hier mache. Da komme ich nicht mehr rauf.
Wo muss ich hin? Ja, dann geht's wieder runter. Nee, ich versteh's nicht so ganz. Ah, da ist er wieder. Sackgasse. Okay, doch andere Seite. Jetzt kommt er von da hinten. Ach, Mann. Nicht da komplett runterkommen. Jetzt ist er da oben. Gehst du auch wieder weg? Komm, geh weg. Nee, ich muss nach unten. Mann, ich komme da nicht mehr durch. Ja, wie habe ich denn das Feuer angestellt? Ja, komm her. Ich glaube, wir laufen da jetzt nochmal durch. Ja, ich weiß, ist nicht so gesund. Mann! Da ist er wieder. Moin, ich laufe mal da kurz rein. Was habe ich jetzt ausgelöst? Okay, so nach oben. Jetzt? Wie komme ich jetzt da hin? Ah, Schatzmann ist weg, oder wie? So ein Scheiß. Gibt es irgendwelche Health-Goodies? Okay, moinsen. Will ich doch rein? Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich daran, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Emily! Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchen. Ich fürchte, es gibt keinen Weg zurück. Er ist in meinem Kopf, Juan. Sein Atem ersetzt den meinen. Sie hätte nicht kommen sollen, Emily. Ja gut, wir tun eigentlich die ganze Zeit Dinge, die nicht so schlau sind. Ja, ist klar. Na, ist das nicht meine neue beste Freundin? Kommen Sie, trinken Sie was mit mir. Oh. Ruth? Oh, Miss Hartwood. Sagen Sie nicht, Sie haben sich ohne mich amüsiert. Ruth, was ist das für ein Ort?
Wo sind wir? Waren Sie etwa noch nie im Maccabean Club? Gute Güte. Ehrlich, Miss Hartwood, sind Sie denn niemals abends ausgegangen? Sind wir in New Orleans? Oh, wer weiß denn das schon? Ich bin einfach in den großen Salon gegangen und plötzlich lande ich hier. Der große Salon? Komme ich von hier nach Dorsetto zurück? Wollen Sie das denn wirklich? Wir könnten hier bleiben und uns ein paar Drinks gönnen. Wie wäre ein Gin Fizz? Wenn das New Orleans ist, dann sollte ich vielleicht weiter. Und diesen Bühnenzauberer aus dem Buch finden. Aber es gab keine Adresse, nur Bragg's Shipping Company. Oh, geht es um den Ort, wo Jeremy den Schattenmann traf? Woher wissen Sie davon? Jeremy hat viel über den Schattenmann geredet. Ich war immer ein bisschen neidisch. Aber warum? Wenn ein allmächtiges Wesen an mir interessiert wäre, würde ich zumindest zuhören. Es hätte sicherlich einiges zu bieten. Das würden Sie nicht wollen, Ruth. Sie sind zu lieb für diese Finsternis. Oh, bitte. Halten Sie mich für so ein zartes Pflänzchen? Ich liebe die Finsternis. Sie steht mir recht gut. Kennen Sie vielleicht den Weg zum Prax Shipping Company Büro? Natürlich. Das ist doch direkt da drüben. Was ist passiert? Bist du da frage ich gar nicht mehr. Sie hatten einfach Glück. A bientôt, Mamselle Emily. Hey, wissen Sie, wo mein Onkel ist? Nein, aber Sie sind nah dran. Ihr seid doch alle komisch. Okay. Welches Briefchen? Okay. Der Schattenmann tritt ein. In einem heißen Herbst, dass ich mit den rastlosen Massen durch die Nacht wanderte, um den rätselhaften schwarzen Pharao zu sehen. Er war eine Art reisender Bühnenkünstler, der in öffentlichen Hallen auftrat und überall, wo er erschien, große Angst verbreitete. Es war die Art von Nervenkitzel, die mein Vater suchte, besonders wenn einem elektrische Tricksereien versprochen wurden. Die Adresse in New Orleans, wo der Auftritt stattfand, ist verloren gegangen. Aber ich erinnere mich deutlich daran, dass die Prax Importgesellschaft in der Morgenzeitung ihre Beteiligung hervorgehoben hat. Es gab Gerüchte, dass ein ägyptischer Sarkophag Teil der Schau sein sollte. Ich musste immer wieder darüber nachsinnen, ob sie das Ding, die scheinbar endlosen Treppen hinaufgeschleppt hatten. Die Details des Auftritts des Künstlers sind beinahe gänzlich durch Grauen verdrängt worden. Die Art von Grauen, die den Schrecken von etwas Unerträglichem betäubt und verbirgt. Was jedoch sicher ist, ist, dass ich mich seit dieser Nacht an keinen einzigen Tag erinnern kann, an dem ich nicht die Anwesenheit des Schattenmannes gesehen oder gespürt hätte. Also es soll heißen, der Schattenmann ist ein verfluchter Pharao oder wie? Ex-Importgesellschaft. Laut dem Buch aus der großen Bibliothek haben die einen Bühnenkünstler unterstützt, der irgendwo hier in New Orleans auftritt. Da gibt es doch eine Verbindung. Es ist von der anderen Seite verriegelt. War ja klar. Von der anderen Seite. Oh, wir haben wieder was zum Werfen. Das heißt, wir haben Gegner. Ja. Okay. Na, komm her. Gut, immerhin nur zwei Schuss. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um.
Ich höre da schon wieder welche. Scheiße. Komm jetzt. Lauf, 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 lauf. Alter. Wie lange brauchst du eigentlich immer zum Nachladen? Mann, da hätten wir... So etwas kann man wieder werfen. Was haben wir hier? Maschinengewehrpatronen? Okay. Ja, aber kein Maschinengewehr. Hier, da ist noch so eine Waffe. Okay. Da vorne ist noch so ein Dude. Den wollen wir uns noch holen. Schleichen wir uns mal in das Gebäude. Scheiße, jetzt mach doch was! Alter! Gut, holen wir uns die andere Waffe nochmal. Dann habe ich nur noch ein Helf. Also. Ein Trank, will ich jetzt sagen. Waffen. Was ist das? Keine Ahnung, Holzstück von irgendwas? Ach ja, ist ja nett hier. In der Nähe. So, bitte sag mir, dass hier dringend Goodies sind. Was ist das hier? Ah, Karte. Okay. Es gibt einen Weg durch die Kanalisation. Gut, die Kanalisation, so, so. Ist bestimmt besser als wie oben. Komm jetzt. Bleib ich hängen. Ich häng. Scheiße, ich häng. Das gibt's nicht. Schauen wir mal, dass er wieder kommt. Ja, macht eine Runde. Und dann will ich schauen, was da hinten ist. Jetzt haben wir was zum Werfen. Oh, Helf. Helf. Na, wo bist du hin? Okay, wir müssen da irgendwie das Gebäude da rein. Fuck. Na toll. Scheiße, ging nicht anders. Durchladen. So, was haben wir hier? Okay, wieder was zu werfen. Na, ihr? Und runter.
geil. Gesundheit. Oh, Schlüssel. Schauermanns. Okay. Na toll. War ja klar. Ja, sonst noch was hier? Nee. Da hinten höre ich wieder tolle Geräusche. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Da hinten runter könnte man noch gehen. Was haben wir hier? Oh, Schreibmaschinenband. Genau das habe ich jetzt gesucht. Shit, wir müssen in die Kanalisation runter. Mal da noch lang gehen. Geil. Kiste. Nice. Brauchen wir dafür wieder irgendwas? Ja, den Schlüssel. Was macht er? Erledigt. Was genau haben wir jetzt gemacht? Und wo? Scheiße. Scheiße, lad nach! Scheiße, lad nach! Fuck, 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 fuck! Scheiße! Alla! Das war jetzt nicht wie geplant. Wenn ich das früher gewusst hätte, dass die Dinger da explodieren. Scheiße, wir müssen da weg. Ach ja, das läuft überhaupt nicht wie geplant. Das mal schön leise. Da werde ich nicht irgendwie was machen können, dass ich durchkomme. Nö. Ich hasse diese Passagen. Jetzt kann ich die Sachen nicht mehr loswerden. Oh, ich kann die da direkt treffen. Gut. Ziehe ich da Schaden ab, wenn ich die mit dem treffe? Sollte ich vielleicht mal testen. Leiter.
Gut, weg hier. Ich bin gerne an der Oberfläche. Na schön. Ich habe es ins Lagerhaus geschafft. Finden wir jetzt diese Adresse. Na? Ich glaube, den Teil habe ich bei GameStar gesehen. Wo ist er? Ich höre die Leute, aber... Ich gehe jetzt mal so nach oben. Nur, dass der Blick jetzt ein bisschen beschissen ist. Ich schmeiß mal nach da unten. Okay, also da ist ein Haufen von den Zeugs hier. Oh, Waffen. Noch mehr Wurfzeugs. Ich glaube, wir werden uns dann rauskämpfen müssen. Sonst macht das alles keinen Sinn, dass hier so... Sturmgewehr. Das ist ja langsam albern. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Ja, das sieht mir zu und davon vermutlich extrem schnell leer sein wird. Oh, safe. Dazu habe ich aber keine Kombi. Mal hier vielleicht irgendwie ein Hinweis. Also zumindest. Oh, was ist da? Ja, komm. Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen. Und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Links liegt Pein, rechts die Leere. Und willst du zurück, dann musst du dich dem Hass stellen. Ein leerer Hass. Irgendwas mit dem da? Links die Leere. Nö. Ja, gut. So wichtig empfinde ich jetzt das hier nicht. Na, kommt ihr dann alle hier rein? 20 Schuss. Sind sie jetzt hier drin oder nicht? Ach, da könnte ich da auch runter. Missionsziel. Ja, warum ist ja gut. Konnte Ruth sie nicht begleiten und ihr helfen, dachte Emily. Sie wollte... Nach der Adresse. Ich hätte ja gern, dass die Gegner jetzt mal hier auftauchen. Waffe. Und da geht's nicht weiter. Wo soll ich die Adresse herkriegen?
Nicht da raus. Bist du Gesundheit? Oh ja. Geil. Sag mal, habe ich jetzt hier einen Bug oder was? Muss es hier oben irgendwo weitergehen? Weil hier geht es einfach nur nach unten. Was übersehe ich? Hier war ja auch nichts, nach oben auch nicht. Was übersehe ich hier? Ah. Ich musste den... Ja, also ich meine... Ich weiß nicht. Schauen wir mal ganz kurz ins Inventar. Ermittlung. Die Orleans Stock Pier Nummer 11. Da stehen auch keine Zahlen drauf. Links liegt Bein, rechts die Leere und willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen. Eine Leere. So, hier ist einfach nichts mit Hinweis. Ach, Moment. Hat das was mit denen hier zu tun? Da liegt eine 9 oben. Das ist eine 5. Und was soll es sein? Ein Ass. Ich bin so schlecht in so einem Spiel. Noch keine Ahnung von dem. Aber vermutlich ist das die Lösung. Ja, okay, ich habe keinen Plan von dem Spiel. Ich glaube, da werde ich mir zum allerersten Mal jetzt mal Hilfe gönnen. Für Allein im Dunkeln. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich habe auch die Lösung. Die Lösung ist 4 links, 5 rechts und 4 wieder links. Wie der auf die Zahlen kommt, keine Ahnung. Gut, wir geben es mal ein und schauen wir mal, was wir dann haben. Also 4 links. Nein, das war falsch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Das war's nicht. Muss vielleicht nochmal neu machen. Okay. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Er macht's nicht. Hä? 4 links. Ja, aber... 1, 2, 3, 4. Muss ich dann sagen... 1, 2, 3, 4, 5. Da wieder 4. 1, 2, 3, 4. Nee. Okay, machen wir eine komplette Umdrehung. Okay, 4 links. 1, 2, 3, 4. Geht nicht. Lol. Hä? Jetzt habe ich die Lösung und die Lösung ist falsch. Und ich bin zu doof dafür. 4 links. Ah, warte mal. Z ist rechts. Probier jetzt nochmal was. 4 links. So, 5 rechts. Und dann 4 links. Lol, so geht es, okay. So, Frachtliste. 19. September 1892. Prex Importgesellschaft hat geliefert.
4 Überseekoffer. Einen ägyptischen Sarkophag, eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers, bekannt als... So, also, Gallatin Street Nummer 13. Gallatin Street Auftritt. Gut, wissen wir das. Da haben wir es. Das ist die Adresse des Theaters, in dem Jeremy den Schattenmann zum ersten Mal getroffen hat. So, sind jetzt die ganzen Gegner da unten? Naja, tauchen noch nicht auf. Ist nur die Frage, wo es jetzt wieder rausgeht. Na komm, ich warte noch drauf. Kommt jetzt mal raus hier. Na? Warum ist da hinten so hell? Okay. Ja, habe ich auch gemerkt. Gut. Passt. Gut, dass ich da so ein Teil mal hingeworfen habe. Hätte nicht gedacht, dass es gerade in der richtigen Position gewesen wäre. Ist was? Haben wir eigentlich eine Waffe mit? Ja, Hammer. Dann mache ich die andere nicht. Es ist wieder da, wo wir am Anfang gewesen sind. Sieht aus, als hätte sich der Nebel verzogen. Wen bist du? Bin ich nicht. Ja, danke für den Hinweis. Ich würde es aber auch geil finden, wenn du mir einen Hinweis gibst, wo Munition ist. Gott gegenüber. Haben ja weit geliefert. Hier sieht es wenigstens einigermaßen normal aus. Ernsthaft? Wer baut denn sowas? So. Aber ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Episode an, was hinter der Tür lauert. Hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Macht's es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.